Nächster Redner Werner Neubauer, FPÖ. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Herren Minister, ich zitiere: Wir brauchen die Gewerkschaften nicht. Sie blockieren alles, sind destruktiv und mit ihnen ist kein Staat zu machen. Zitat Ende, Frank Stronach, einen Tag vor der Sendung im Zentrum ORF. Also Herr Kollege Luger, wenn Sie heute hierher gehen und so tun, als sei das alles nie gesagt worden, dann ist das einfach unrichtig. Und Frau Kollegin Dr. Oberhauser, ich habe Ihre Rede verfolgt und muss Ihnen sagen, wenn Sie hier dem Herrn Arnold Schiefer unterschwellig unterstellen, er hätte mit dem Desaster der Alpine etwas zu tun, weil in Verantwortung, darf ich Ihnen schon sagen, der Herr Schiefer ist Ende April in dieses Unternehmen geholt worden, um noch zu retten, was zu retten ist. Er hat sich sehr bemüht. Und wären die Spanier nicht so weit gewesen, dass sie letztendlich den Geldhahn zugedreht haben, dann wäre es fast noch gelungen, etwas zu schaffen, was schier unmöglich schien, nämlich das Unternehmen doch noch zu retten. So gesehen war Ihre Unterstellung eigentlich unfair und unredlich, denn der Herr Schiefer hat sich wirklich bemüht. Genauso wie es in diesem Zusammenhang unredlich ist, dass von manchen Seiten den Gewerkschaften hier eine Schuldzuweisung zugekommen ist, wie es manche Redner und Rednerinnen hier getan haben. Auch das lehne ich in diesem Zusammenhang mit der Alpine wirklich ab. Aber auf eines möchte ich schon eingehen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wenn wir heute diese Anfrage mit 20 Fragen vorliegen haben, dann stellt sich für mich eine grundsätzliche Frage. Da gibt es ein Team Stronach. Dieses Team Stronach kostet dem Steuerzahler aus öffentlichen Geldern aufgrund der Clubsituation über 2 Millionen Euro. Dieses Team Stronach hat bewirkt, dass zahlreiche Ausschüsse in diesem Haus neu konstituiert werden mussten, um diese neue Situation auch entsprechend zu gewährleisten zu können. Und gleichzeitig gibt es Ausschüsse, wo sie Beobachter- und Beraterstatus haben, wie auch im Sozialausschuss, der vor kurzem getagt hat. Dort gibt es plötzlich keinen Delegierten des Team Stronach, der in der Lage wäre, zu dieser Sitzung auch nur zu kommen. Das Geld kassieren wir, Herr Luger, aber zur Sitzung kommt man nicht. Das ist unredlich, das ist keine Transparenz, das sind keine Werte, Herr Luger, die Sie in der Öffentlichkeit immer für sich selber einfordern. Denn eines ist klar. Dieses Thema, das wir heute hier diskutieren seit Stunden, das wurde sehr transparent im letzten Sozialausschuss ganz offen besprochen. Und in einer seltenen Offenheit hat der Herr Bundesminister Hunsdorfer alle Fragen zu Delhi, alle Fragen zur Alpine mit im Zusammenhang den Zulieferbetrieben und mit allen anderen dazu zusammenhängenden Fragen den Delegierten des Sozialausschusses dargelegt, offengelegt. Und alle noch offenen Fragen darüber hinaus hat der Hauptverhandler, der Herr Abgeordnete Muchic, auch noch später, weil er erst von der Verhandlung aus den Gesprächen gekommen ist, auch den Delegierten noch dargelegt. Ich bedanke mich bei meinem Kollegen Muchic auch für seinen Einsatz als Gewerkschafter, der es wirklich versucht, hier Arbeitsplätze für diese Menschen zu schaffen und gleichzeitig auch zu erhalten. Herzlichen Dank seitens der Freiheitlichen. Und wenn ich dann weiß, dass diese Leute aus diesem Sozialausschuss des Teams Stronach dort nicht hingehen, aber den Herrn Minister dann quälen mit 20 Fragen, die alle im Ausschuss bereits beantwortet waren, und dann sich noch beschweren, obwohl im Wissen, dass der Herr Minister nicht da ist, dann ist das eine Kuspe ganz besonderen Art. Das darf ich Ihnen sagen. Wenn es um die Frage der Gewerkschaften an sich geht, dann dürfen wir als Freiheitliche hier noch einmal betonen, dass wir natürlich als Freiheitliche für die Gewerkschaften in Österreich auch als gewachsene Sozialpartner in diesem Land natürlich eintreten. Wir halten deshalb nichts von allgemeinen Auflösungsforderungen oder Verunglimpfungen, sondern wir brauchen Gewerkschaften für eine starke Arbeitnehmerunterstützung. Wir haben ein Plus in der Gewerkschaft
wenn es um die Erhaltung von Arbeitsplätzen geht. Aber es gibt natürlich auch Minuspunkte bei den Gewerkschaften. Meine Kollegin Dagmar Belakovic-Jenewen hat schon ansatzweise darauf Bezug genommen. Wenn wir jetzt vergleichen, ja, Kollege Muchitsch, das ist mein Ansinnen an Sie, wenn wir vergleichen Alpine und Daily, dann muss ich aus den Medien entnehmen, dass bei der Alpine, weil dort gewerkschaftlich vertreten, die Gewerkschaft sich wirklich bemüht um die Erhaltung oder um die Auseinandersetzung mit den Arbeitnehmern, um neue oder Arbeitsplätze auf jeden Fall zu gewährleisten. Bei Daily offenbar scheint das nicht so zu sein, weil die Gewerkschaft in einem Rechtsstreit mit Daily ist oder war, wegen der Öffnungszeiten an einem Sonntag. Und deshalb haben die 3.300 Menschen das Gefühl, von der Gewerkschaft nicht in dem Ausmaß vertreten zu werden, wie das bei Alpine ist. Und da würde ich Sie wirklich ersuchen, Arbeitnehmer sind Arbeitnehmer, ob sie jetzt gewerkschaftlich tatsächlich vertreten sein dürfen, nämlich das ist ja das Kriterium, oder nicht, dürfte für die Gewerkschaft kein Kriterium sein. Ich ersuche Sie deshalb auch in diesem Bereich für die Telemitarbeiter, tatsächlich sich gewerkschaftlich einzusetzen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und eines möchte ich auch noch klar und deutlich sagen. Wenn heute hier immer schon von den gekündigten 3.300 Arbeitsplätzen gesprochen wird, dann verwehre ich mich dagegen. Das ist nur kontraproduktiv in Gesprächen, die derzeit noch stattfinden, zwischen neuen Interessenten und den noch arbeitenden Mitarbeitern. Man tut diesen Menschen nichts Gutes, wenn man sie heute schon für gekündigt darstellt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Insgesamt darf ich deshalb sagen, es ist eigentlich eine Situation in Österreich derzeit, die sehr erschwerend sich in den letzten Monaten darstellt, sehr bedrohlich, was den Arbeitsmarkt insgesamt angeht. Wir haben einen Höchststand an Arbeitslosigkeit zu vermerken, auch jetzt im Juni mit einem Zuwachs von über 10%. Wir haben über 400.000 Menschen in Arbeitslosigkeit. Und ich würde mich wirklich freuen, sollte sich die Gewerkschaft auch dafür einsetzen, dass bei einer Öffnung des Arbeitsmarktes in Österreich mit 01.01.2014 auch einmal zu Wort meldet und sagt, diese Arbeitsplätze in Österreich sind jetzt schon sehr gefährdet. Mit der Öffnung des Arbeitsmarktes 2014 können wir nicht garantieren, ob es nicht zu weiteren Kündigungen in Österreich kommt. Das wäre meines Erachtens ein wertvoller Beitrag der Gewerkschaft, der hier zu leisten wäre.